Hallo zusammen, ich bin Lara, leidenschaftliche Schachspielerin, deutsche Nationalspielerin, mehrfache deutsche Meisterin, Bloggerin, Trainerin und YouTuberin auf meinem Kanal Laras Chess College. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Partieanalyse vom Metropa Cup. Es gibt also noch ein bisschen weiteren Metropa Cup Content. Kein Wunder, das war ja auch ein richtig gutes Turnier, sowohl für die Mannschaft, wir konnten ja den Metropa Cup gewinnen als deutsche Nationalmannschaft. Und als auch für mich als Einzelperson 6 Punkte aus 7 Runden. Ja, da habe ich einige nette Partien gehabt, die ich euch natürlich noch zeigen möchte. Und heute habe ich die erste Runde vorbereitet, die wir gegen Italien gespielt haben. Italien war auch ein sehr stark besetztes Team. Die waren an 3 gesetzt und ja, wir waren an 1 gesetzt, aber der Elo-Unterschied war da eben ja, nicht so groß. Von daher mussten wir uns richtig reinhängen. Gleich für die erste Runde war das ein sehr starker Gegner. Reinhängen muss man sich natürlich irgendwo in jede Partie, in jedes Match, egal wie die Elo-Zahlen der Gegner aussehen. Aber trotzdem konnte man sagen, dass dieses schon in der ersten Runde ein besonders wichtiges Match war. Und es lief dann auch richtig, richtig gut. Wir konnten 3,5 zu 1,5 gegen Italien gewinnen. Also ein sehr klarer Sieg. Und das war natürlich ein super Einstieg ins Turnier, wenn man da schon in der ersten Runde starke Gegner, ja, so deutlich besiegen konnte. Und ich spielte an Brett 3 gegen Thea Guecci. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Ich habe auch schon mal gegen sie gespielt bei einer Frauen-Europameisterschaft. Da spielten wir Remis, aber in dieser Partie konnte ich gewinnen. Und ich legte los mit E4, wie immer. Es kam sizilianisch C5, Springer F3, Springer C6, Läufer B5, Rossolimo von mir. Und sie spielte die E5-Variante, kurze Rochade, Läufer D6. Ja, das ist eine relativ moderne Rossolimo-Variante für Schwarz. Tatsächlich, ja, habe ich noch nicht so ganz verstanden, was die Idee von diesem Läufer auf D6 ist. Vielleicht könnt ihr mir da auch ein bisschen weiterhelfen und in den Kommentaren, ja, mir erklären, warum man hier den Läufer nach D6 stellt. Ich kenne den schwarzen Aufbau, der dann folgt. Schwarz spielt immer Springer GE7 oder versucht meistens Springer GE7 zu spielen. Kommt natürlich ein bisschen darauf an, was Weiß macht, um diesen Springer C6 zu decken und möchte dann kurz rochieren, später den Läufer zurückziehen, D6 spielen oder D5 vielleicht auch oder mit F5 das Zentrum anhebeln. Das ist so der schwarze Aufbau, aber ja, meistens steht dann der Läufer auf D6 doch ein bisschen komisch, weil der D-Bauer erstmal nicht ziehen kann und damit auch der Läufer auf C8 hinten drin bleibt. So war es auch in der Partie. Von daher, ja, ist diese Variante ein bisschen mysteriös für mich. Ich spielte D3. Es gibt auch die Möglichkeit, direkt im Zentrum zu spielen mit C3, D4, aber ich wollte es hier etwas ruhiger angehen lassen. D3, es kam A6, Läufer C4. Soweit hatte ich das auch noch vorbereitet. Das war zwar nicht die ihre Hauptantwort, aber sie hatte das auch schon mal gespielt. Von daher wusste ich, dass man sich auch so ganz normal aufbauen kann mit Weiß, den Läufer nach C4 zurückstellt und damit eben auch ausnutzt, dass durch E5 und C5 weiße Felder von Schwarz geschwächt sind. Zum Beispiel das Feld D5, wo wunderbar ein Springer reinhüpfen kann und auch diese Diagonale auf den Punkt F7 ist jetzt richtig schön für den weißfeldrigen Läufer. Hier ist Springer E7 dann auch keine so besonders gute Idee, weil man direkt Springer G5 hinkriegt, den F7 angreifen kann und nach der kurzen Rochade kommt auch noch Dame H5. Und dann sieht es schon richtig übel aus für Schwarz. Man hat den Doppelangriff auf F7 und auf H7. F7 dreimal angegriffen, nur zweimal verteidigt. H7 zweimal angegriffen, nur einmal verteidigt. Das, ja, kann Schwarz schon gar nicht mehr beides decken und verliert schon direkt. Deswegen kann man hier nicht Springer E7 spielen. Es kam auch Springer F6 in der Partie. Das ist besser, denn dann bringt Springer G5 noch nicht direkt was. Jetzt kann man wirklich kurz rochieren und hier gibt es eben kein Dame H5. Ich spielte also ganz normal Springer C3. Über A4 habe ich hier auch nachgedacht, um B5 zu verhindern, bin aber dann in der Partie zu dem Schluss gekommen, dass B5 jetzt auch nicht schlimm ist. Aber A4 könnte man genauso gut machen. Es kam dann auch B5 und ich bin mit dem Läufer einfach zurückgegangen. H6, das ist ein logischer Zug, um Läufer G5 zu verhindern. Mit Läufer G5 würde man ganz gern diesen Springer auf F6 als letzten Verteidiger des Feldes D5 abtauschen. Dann steht da wirklich ein traumhafter Springer auf D5 im Zentrum, der auch nicht mehr so leicht abgetauscht werden kann. Und daher ergibt es Sinn, dass
Schwarz diese Festlung verhindert mit H6. Reingehüpft bin ich trotzdem nach D5. Jetzt kann der Springer natürlich immer abgetauscht werden, aber dann würde man auch, ja, entweder einen guten Läufer oder einen guten Bauern auf D5 bekommen. Manchmal ist auch eine gute Variante, schlägt, schlägt und dann den Springer nach E4 bringen. Denn das würde den Läufer auf D6 ziemlich gut ausnutzen. Der Läufer auf D5 steht natürlich auch ziemlich schön. Ja, hier ist vielleicht Läufer schlägt D5 sogar die bessere Wahl, aber die Ideen gibt es beide für Weiß. Also wurde erstmal nicht getauscht, kurze Rochade. Ich habe mich nochmal weiterentwickelt mit Läufer E3. Hier habe ich in der Partie auch immer relativ viel Zeit verbraucht. Mehr oder weniger ein bisschen zu viel unnötige Zeit verbraucht. Man hat hier eben immer eine Menge Optionen. Man könnte auch mit A4 spielen, B5 angreifen. Man könnte mit C3 spielen, um D4 vorzubereiten oder generell das Feld D4 unter Kontrolle zu kriegen. Man könnte auch den Springer ummanövrieren, zum Beispiel so ein Manöver D2, F1, E3, F5 oder D5. Auch ein typisches Manöver. Man könnte das Ganze auch über H3, Springer H2 machen und vielleicht F4 vorbereiten oder mit dem Springer nach G4 gehen. Man hat hier einfach so viele schöne Möglichkeiten mit Weiß. Aber in solchen Stellungen, wo man viele gute Möglichkeiten hat, sollte man sich ja dann irgendwann auch einfach entscheiden und nicht zu viel Zeit investieren, was ich in der Partie nur so mehr oder weniger gut hingekriegt habe. Aber irgendwann hatte ich mich dann einfach zur normalen Entwicklung mit Läufer E3 entschieden. Es wurde dann getauscht auf D5, Läufer schlägt D5 und Turm B8 gespielt, um aus der Diagonalen hier rauszugehen. Und jetzt habe ich Springer D2 gemacht. Der Springer ja, geht der Dame aus dem Weg, dass die hier vielleicht rüberkommen kann nach H5. Zusätzlich hat man diese Route, die man ja überlegen kann für später. F1, E3 steht natürlich jetzt momentan relativ viel im Weg, wird also nicht in den nächsten Zügen umgesetzt werden können. Zusätzlich geht der Springer aber auch dem F-Bauern aus dem Weg, dass man eventuell mit F4 die F-Linie öffnen kann. Für Schwarz ist es recht unangenehm momentan, dass man ja so ein bisschen Probleme hat mit diesem Läufer auf mit diesem Läufer auf D6. Der muss eben ziehen, damit man D6 machen kann und dieser Läufer wieder rauskommt. Und das ist alles relativ langsam. Dieser Läufer auf C8 ist ein großes Problem für Schwarz. Kampfspringer E7 greift den Läufer auf D5 nochmal an. Den möchte ich ungern abtauschen. Der steht echt schön auf hier den weißen Feldern und bin deswegen zurückgegangen nach B3. Springer G6, Dame H5 und Dame F6 wurde gespielt. Dame H5 hat den Springer auf G6 angegriffen, da der F-Bauer gefesselt ist, der musste gedeckt werden. Also kam Dame F6. Und hier habe ich eine sehr nette Idee gesehen, die allerdings gar nicht so gut war im Endeffekt. Sehr logisch wäre hier einfach der Zug G3 gewesen. Über den hatte ich auch nachgedacht. Ist ein typischer Zug gegen den Springer auf G6 gerichtet. Der kann jetzt nämlich nicht nach F4, nicht nach H4 und hat keine guten Möglichkeiten nach vorne. Dann könnte man später auch noch F4 vorbereiten. Das ist jetzt auch gefährlich für Schwarz, weil die Dame hier gegenüber steht. Und ja, so kann man ziemlich gut Raum am Königsflügel gewinnen, seine Figuren aktivieren, F-Linie öffnen. Ja, das wäre ein solider Weg gewesen. Ich habe eine andere Idee in der Partie gesehen und fand die dann noch schöner, aber es stellte sich heraus, dass es nicht unbedingt der beste Weg war. Ich spielte Dame F5. Ist irgendwie ein ganz witziger Zug. Ich drohe hier verschiedene Doppelbauern herzustellen, beziehungsweise den Doppelbauern auf F6. Und die Dame kann eben auch nicht wegziehen, weil der G6-Springer dann wieder hängt, weil der F7 gefesselt ist. In der Partie hat das auch voll hingehauen. Da kam König H7 und jetzt konnte ich diesen Doppelbauern herstellen bei Schwarz, was wirklich eine Verbesserung der Struktur für Weiß bzw. Verschlechterung für Schwarz ist. Sie hätte allerdings auch die Dame auf F5 schlagen können. Meine Idee war, dieses Feld E4 freizuräumen. Da freut sich der Springer extrem, dass er da gleich hingehen kann. Zum Beispiel Springer E7 wäre ziemlich schlecht wegen Springer E4. Greift den Läufer auf D6 an und wenn der weggeht, kriegt mein Läufer schlägt C5 mit Fesselung hier auf den Turm. Hat einen Bauern gewonnen und Schwarz kriegt den auch nicht zurück. Auch wenn der Läufer gedeckt wird durch zum Beispiel Turm B6,
Das wäre noch schlechter für Schwarz, dann kann man tauschen. Auch Läufer schlägt C5 spielen und hat hier eine ganze Menge aufgespießt. Aber Schwarz hat einen besseren Zug. Schwarz kann nach H4 gehen. Und jetzt nach Springer E4 kann der Läufer zurück nach E7. Jetzt ist das Feld nicht blockiert. Und jetzt bekommt man den Bauern auf C5, aber Schwarz kriegt auch wirklich den Bauern auf F5 zurück. Und dann kann Schwarz einigermaßen den Ausgleich halten. Es gab auch noch weitere Varianten, wie zum Beispiel hier der Zug F6, der ganz interessant ist. Wenn der rausgeschlagen wird, hängt der Bauer auf H6. Solche Ideen hatte ich auch noch. Ich dachte, da wird schon irgendwas Gutes dabei sein, sozusagen. Aber im Endeffekt kann Schwarz wahrscheinlich in allen Varianten etwa Ausgleich halten. Ja, meine Gegnerin fand das trotzdem ziemlich gefährlich und hat deswegen nicht auf F5 getauscht und hat mich dazu kommen lassen, hier den Doppelbauern herzustellen. Und jetzt hat man ja eine ziemlich angenehme Stellung mit Weiß. Man hat keine Schwächen, Schwarz hat mehrere Schwächen, der Bauer auf H6 ist schwach, der Doppelbauer ist schwach und der Damenflügel ist auch angreifbar. Der Läufer ist immer noch nicht entwickelt, der Läufer auf D6 steht immer noch komisch. Ich habe versucht, jetzt erstmal möglichst gut meine Figuren weiter zu aktivieren. A4 aktiviert den Turm auf A1 und öffnet die A-Linie. Denn wenn Schwarz die Stellung geschlossen hält, dann freut sich dieser Springer wieder extrem, dass er hier so ein schönes Feld auf C4 bekommt, wo er dann nicht mehr vertrieben werden kann. Und der steht da auch ziemlich traumhaft, kann sogar auch noch weitergehen über E3 nach D5 oder F5. Positionell absolute Katastrophe für Schwarz. Hat meine Gegnerin noch nicht getan. Sie spielte Läufer B7, F3, stellt einen weiteren Bauern hier diesem Läufer entgegen auf der Diagonalen. Läufer E7 kam, A schlägt B5, A schlägt B5 und ich bin jetzt nach A7 mit dem Turm rein. Tatsächlich wäre es stärker gewesen, nach A5 zu gehen, denn da greife ich erstmal direkt diesen Bauern auf B5 an, gewinne also so ein Tempo und das ist ja wichtig. Da kommt Schwarz noch schlechter aus seiner passiven Stellung heraus. Turm A5, dann Türme verdoppeln und jetzt geht aber die Idee, die in der Partie kamen, gleich nicht mehr so gut. D6 zum Beispiel, um den Bauern C5 nochmal zu decken. Jetzt habe ich aber noch den Zugturm A6, der unangenehm ist. Wenn der Läufer zurückgeht, kann man nach B6 gehen, dann hängt B5 wieder. Der zweite Turm kann nach A7 gehen, was eine sehr starke Drohung ist hier. Auf der siebten Reihe. Ja, das wäre ziemlich gut für Weiß gewesen. Natürlich muss Schwarz hier nicht D6 spielen und Turm A6 zulassen. Aber so oder so, ja, hat Weiß hier einen sehr großen Vorteil schon. Ich spielte Turm A7, was ein bisschen ungenau war, denn dann kommt dieser D6-Zug. Ich habe jetzt keinen Turm A6. Ich habe Türme verdoppelt und Schwarz hat hier ein gutes Manöver gefunden, um sich so ein bisschen zu befreien, und zwar den Zugläufer D8. Der Läufer steht ziemlich schlecht, der hat hier nur seine Bauern vor sich und der kommt jetzt auf ein besseres Feld, nämlich B6. Und dort vertreibt er dann auch meinen Turm wieder von der schönen siebten Reihe. Der muss wieder zurück. Und dann hat sich Schwarz ein bisschen entknoten können. Deswegen wäre Turm A5 deutlich stärker gewesen. Natürlich ist es immer noch gut für Weiß. Die Strukturschwäche bleibt bei Schwarz. Und man geht einfach mit dem Turm zurück, behält immer noch einen Vorteil mit Weiß. Aber der ist nicht mehr ganz so groß. Und hier war der 23. Zug. Wir kamen schon langsam beide in Zeitnot. Bei 40 Zügen gibt es ja wieder eine halbe Stunde Zeitaufschlag. Aber 23. Zug ist natürlich noch ein bisschen entfernt vom 40. Zug. Wir hatten hier beide noch so etwa, ich weiß es nicht mehr ganz genau, 10, 15 Minuten. Das ist noch keine krasse Zeitnot, aber ja, für 17 Züge, die noch zu spielen sind, kommt man da schon so ein bisschen in Bedrängnis. Meine Gegnerin überlegte hier auch relativ lange an dem Zug F5. Und das war vielleicht auch keine so tolle Entscheidung von Schwarz, mit wenig Zeit hier einen Bauern zu opfern, denn das macht es sehr kompliziert und hat es einfacher für mich gemacht. F5 ist noch nicht direkt der Fehler, aber ich denke, das macht es einfacher für Weiß. Schwarz wollte sich irgendwie befreien aus seiner passiven Stellung, aber vielleicht hätte er auch einfach erstmal so stehen bleiben sollen. Ich habe den einfach rausgenommen, und habe erstmal einen Bauern mehr. Natürlich ist die schwarze Idee gewesen, diesen Bauern aus dem Zentrum herauszulocken, um dann mit seinen eigenen Bauern nach vorne kommen zu können. Erstmal muss aber natürlich der Springer ziehen. Und jetzt kam der wirkliche Fehler von Schwarz in der Partie. Es kam Springer H4. Und der sieht jetzt auf den ersten Blick nicht so unlogisch aus. Er greift vor allem den Bauern auf F5 an, versucht den zurückzuholen. Und
greift natürlich auch hier irgendwie auf der G-Linie an. Wenn Schwarz sowas spielt wie Turm G8, dann sind ja eine Menge Figuren auf den weißen König dann auch gerichtet. Aber das kriegt man alles gut unter Kontrolle. Und wenn der Springer nicht auf G2 schlagen oder auf F3 schlagen oder auf F5 schlagen kann, dann bleibt er eben auch einfach am Rand. Denn dann hat er sonst keine Felder. Er kann nicht zurück. Und wenn er hier nichts schlagen kann, hat er auch sonst keine Felder. Und das ist das große Problem vom Springer. Der ist darauf angewiesen, dass er irgendwann da ja was Tolles schlagen kann und so wieder rauskommt. Wenn das nicht klappt, sieht's übel aus. Und so ist es nämlich auch. Ich kann mit Springer G3 erstmal zuverlässig alles decken. Der F5 ist gedeckt und die G-Linie blockiert. Und ja, jetzt wird es so langsam brenzlig für den Springer. Noch hat Schwarz ein bisschen Gegenspiel natürlich, aber der kommt da nicht so leicht wieder weg. Schwarz hätte den Springer nach F4 ziehen sollen. Dann bekommt Schwarz einigermaßen viel Gegenspiel. Ich habe auch erstmal einen Bauern mehr, aber Schwarz hat durchaus mit seinem D5-Zug oder C4-Zügen und Turm G8-Möglichkeiten, ja, ein bisschen aktives Gegenspiel. Könnte zum Beispiel weitergehen mit Springer D2, C4, ich schlage diesen Läufer, Schwarz schlägt diesen Läufer. Und beispielsweise, wenn ich mit dem Springer hier schlage, kommt Läufer, schlägt F3, weil der Läufer auf B6 noch hängt. Eine Computervariante geht weiter mit Läufer A7, Turm G8. Und jetzt gibt es eine witzige Zugwiederholung. Läufer schlägt B8, Turm schlägt G2, König F1 und Turm E2. Droht matt mit Läufer G2 nebst Springer H3. Dann würde der König auf G1 matt gesetzt werden. Ich muss also wieder zurückgehen, dann kommt wieder ein Schach. König F1, wieder Turm E2. Das ist eine, ja, eine Engine-Variante, die am Ende dann in dieser Zugwiederholung endet. Ja, ist nur ein Beispiel, wie Schwarz da Gegenspiel anzetteln kann. Das waren auch nicht unbedingt die besten Züge von Weiß. Zum Beispiel könnte man auf B3 auch mit dem Bauern wieder schlagen. Aber man sieht, da hätte Schwarz durchaus ein bisschen Gegenspiel bekommen, um Ausgleich zu halten. Mehr als Ausgleich ist bei gutem weißen Spiel dann auch nicht drin, aber damit wäre Schwarz ja hier schon zufrieden. Partiezug war, wie gesagt, Springer H4, Springer G3 und D5. Gut, jetzt muss man mit Weiß natürlich irgendwas dagegen tun, dass hier gleich eine Bauernmasse von Schwarz nach vorne rollt. Die stehen alle schon auf der fünften Reihe und sind bereit, weiter nach vorne zu ziehen. Gerade droht zum Beispiel auch sehr stark so D4 nebst C4 Geschichten gegen den Läufer auf B3 gerichtet. Der Läufer auf E3 auch ungedeckt. Da muss man aufpassen. Ich habe deswegen die Bauern gestoppt mit C4. B schlägt C4, D schlägt C4, D4. Ganz gestoppt kriegt man sie natürlich nicht, aber es ist jetzt nur der eine, der nach vorne kommt und der Läufer geht zurück nach F2. Hier muss man nochmal ein bisschen aufpassen. Der darf nicht nach D2 zurückgehen, dann kommt nämlich eine Gabel auf F3. Läufer schlägt F3, Bauer schlägt F3, Springer schlägt F3. Und der Läufer auf D2 wird eingesammelt. Aber man geht einfach zurück nach F2, ist eigentlich sowieso das Feld, auf das man will, denn da hat er den Springer auf H4 im Blick und greift den schon mal an. Und jetzt wird es so langsam übel für Schwarz. Springer am Rand bringt Kummer und Schand, hat durchaus seine Berechtigung, dieser Spruch. Wenn ich es jetzt schaffe, diesen Bauern auf F5 nochmal zu decken, mit Läufer C2 zum Beispiel, dann könnte ich im nächsten Zug diesen Springer wegziehen, nach E2, H5, E4, je nachdem, was sich anbietet. Und dann wäre der Springer auf H4 tatsächlich weg. Der hätte dann kein Feld mehr. Momentan, wenn der Springer wegzieht, hängt der Bauer auf F5 eben noch, aber wenn ich den vorher gedeckt habe, sieht es übel aus. Das heißt, Schwarz ist jetzt wirklich in der Pflicht, diesen Springer auf H4 irgendwie zu retten, aber forciert kriegt er das nicht hin. Es kam Turm D8. Nach Läufer C2 kann jetzt hier erstmal der Bauer noch nach vorne marschieren, diesen Läufer wieder vertreiben, damit der Bauer F5 wieder ungedeckt wird oder nicht mehr nur vom Springer gedeckt ist eben. Deswegen habe ich erstmal Turm D1 gemacht. Das droht wieder Läufer C2 nebst einem Springerzug, um den abzuholen. Schwarz spielte D3, um genau das zu verhindern. Und ja, jetzt kriege ich keinen Läufer nach C2. Aber der Bauer hat sich natürlich auch von seiner Kette entfernt und ist ein Freibauer, aber auch anfällig dafür, einfach abgeholt zu werden. Ich spielte Läufer A4. Der Läufer steht ansonsten ja ziemlich passiv auf B3 jetzt. Der hatte hier immer eine schöne Diagonale, aber seit der Bauer auf C4 steht, bringt er da nichts mehr. Also Läufer A4.
Und es folgte Turm A8, fesselt diesen Läufer erstmal. Beispielsweise nach Läufer C8 war meine Idee, den Läufer nach C6 zu stellen, denn dann kann der Läufer nach E4 gehen und hier wieder Fesselung aufstellen auf den König auf H7 bzw. den F5 Bauern decken. Das wäre auch ziemlich gut für den Läufer und für Weiß insgesamt. Das heißt, das kriegt Schwarz auch nicht hin. Schwarz kann den Bauern auf F5 nicht zurückholen. Es kam Turm A8, fesselt den Läufer auf den Turm und ich spielte hier den Zug B4. Ich habe diesen ungedeckten Läufer auf B6 entdeckt und dachte mir, ah, das ist schlau, den C5 anzugreifen. Der ist jetzt doppelt angegriffen und der kann nicht schlagen, weil der Läufer auf B6 dahinter hängt. Ist ein guter Zug gewesen, aber nicht der beste. Turm A3 war der Engine-Favorit, über den hatte ich auch nachgedacht. Denn hier greift man jetzt eben auch doppelt diesen D3 an. Man droht noch nicht direkt, den zu schlagen, weil der Läufer auf A4 ja auch noch angegriffen ist. Aber man entfesselt eben den Läufer auch, weil der Turm auf A3 nun auf einem gedeckten Feld steht. Und man droht auch mal sowas wie Turm B3 hier auf die beiden Läufer B6, B7. Turm A3 wäre ja so ein multifunktionaler Zug gewesen. Mit B4 ja, bin ich trotzdem einigermaßen zufrieden, denn in Zeitnot war das ein ganz guter Zug, um auch Druck auf die gegnerische Stellung auszuüben. Meine Gegnerin spielte jetzt mit wenig Zeit auf der Uhr, nämlich den Zug Turm C8, um den Bauern auf C5 zu decken. Aber das nimmt natürlich auch diese Fesselung wieder weg und war im Endeffekt dann der Verlustzug. Weiß steht hier schon mehr oder weniger auf Gewinn, nah am Gewinn, aber nach Turm C8 ist es dann ziemlich klar. Denn jetzt kriege ich Turm D2 hin, kann wunderbar die Türme auf der D-Linie verdoppeln und diesen Bauern auf D3 einsammeln. Den kann Schwarz jetzt wirklich nicht mehr decken. Meine Gegnerin versuchte noch das Opfer auf F3. G schlägt F3, Springer schlägt F3, König G2 schlägt. Schwarz hat zwei Figuren abgegeben, den Springer auf H4 und den Läufer B7, dafür einen Turm und zwei Bauern bekommen. Hat aber natürlich auch einen Bauern weniger gehabt. Ja, ist eine interessante Figurenkonstellation jetzt, aber hier sind die zwei Figuren extrem viel stärker als der Turm. Denn der weißfeldrige Läufer und der Springer, die haben beide super schöne Felder. Der Springer kann wunderbar nach E4 gehen, den C5 nochmal angreifen. Der C5 ist dann dreimal angegriffen und immer noch gefesselt. Da drohen dann auch einfach zwei sehr starke verbundene Freibauern nach vorne zu laufen, wenn der C5 nicht mehr auf dem Brett steht. Und der Läufer auf A4 bekommt auch schöne Felder. Gerade wenn Schwarz die Türme versucht zu aktivieren, Turm A8, das kam in der Partie, dann kommt der Läufer auf das schöne Feld C6. Turm A3 und Springer E4 und im nächsten Zug schlägt man auf C5. Turm C8, gut, jetzt erstmal der Läufer angegriffen, Läufer D5, greift aber den nächsten Bauern an und steht auf einem richtig schönen Feld. Und jetzt würde man im nächsten Zug mit dem Springer oder Läufer auf C5 schlagen und hätte dann zwei verbundene Freibauern, die einfach durchmarschieren. Partiezug war dann C schlägt B4. Läufer schlägt B6. Jetzt hat man schon drei Figuren gegen den Turm. Meine Gegnerin hat versucht, irgendwie Gegenspiel mit zwei Freibauern hier zu bekommen, aber C5 hat alles unter Kontrolle. Jetzt geht kein Turm A2, weil man jetzt den Läufer befreit hat, der das Feld deckt. Turm G8 Schach, König F2, Turm A2 schlägt, schlägt, schlägt. War dann das Ende der Partie. Jetzt, ja, ist es auch hoffnungslos für Schwarz. Man droht die Gabel, der hängt, der Bauer läuft durch, der geht verloren. Da ist der Turm machtlos gegen drei Leichtfiguren. Ja, also insgesamt fand ich oder war die Partie recht angenehm zu spielen, weil ich die ganze Zeit einen positionellen Vorteil über die weißen Felder hatte. Die weißen Felder waren die ganze Zeit durch meinen guten Läufer und auch durch die Springer in weißer Hand und gut kontrolliert und Schwarz ist da dann nie so richtig rausgekommen. Es gab die eine oder andere Stelle, wo ich nicht den genauesten Zug gefunden habe, zum Beispiel diese Abwicklung mit Dame F5 oder mit Turm A7. Da gab es immer ja noch ein bisschen stärkere Züge, aber in solchen Stellungen ja hat man, wo man einen positionellen Vorteil hat, auch irgendwo was Langfristiges, wenn man den einen oder anderen ungenauen Zug macht. Ja, hat man immer noch was, worauf man sich stützen kann oder stürzen kann auf die gegnerischen Schwächen.
Und so war das ganz entspannt zu spielen. Und für Schwarz ist es deutlich schwieriger, da die Verteidigungszüge zu finden, um die Stellung im Ausgleich zu halten. Ja, so war das ein guter Start in den Metropa Cup, sowohl für mein Team als auch für mich selbst. Und so, ja, startet man dann schon mal mit einem super Gefühl, was natürlich wichtig ist, so für den restlichen Turnierverlauf. Ja, ich hoffe, euch hat diese Analyse gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne ein Abo da, falls ihr das nicht schon gemacht habt. Und liked gerne das Video. Freue ich mich sehr drüber und bis zum nächsten Mal.